Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Sondersendung hier auf N24 von Auktionata.de, dem großen Online-Auktionshaus, wo alles Rare und Kostbare unter den Hammer kommt. Und zwar live, online und für jeden mitverfolgbar von jedem Ort der Welt und für Sie zum Mitbieten. Was wir in dieser heutigen Vernissage uns näher führen, sind gleich zwei Termine, die wir Ihnen auch ans Herz legen. Zum einen handelt es sich dabei um eine Schmuckauktion morgen live auf Auktionata.de. Zum Thema Cartier. Cartier only der Name, er sagte schon, live um 18 Uhr morgen auf www.auktionata.de. Und zum anderen, einen Tag später, übermorgen also, ebenfalls um 18 Uhr bei www.auktionata.de, Schmuck weiterer großer Marken und Manufakturen. Bevor wir die preziosen Schmuckstücke jetzt näher kennenlernen und auch die Kuratoren für die jeweiligen Sonderauktionen von Auktionata.de, möchten wir Ihnen den Gastgeber der beiden Abende vorstellen. Er ist der Auktionator Philipp von Hutten, ein Steinwurf entfernt von dieser Berliner Stadtvilla, in der wir uns befinden und die auch der Austragungsort der beiden Abende morgen ist. Philipp von Hutten, wir rufen dich. Wir von Auktionata wissen, dass in jedem Kunstwerk eine persönliche Geschichte steckt, Ihre persönliche Geschichte, Ihre Familientradition. Mit einem erfolgreichen Verkauf über Auktionata können Sie dafür sorgen, dass diese Geschichte fortgeführt wird. Mit unseren über 300 erfahrenen Experten können Sie binnen weniger Tage eine exzellente Expertise erwarten, die dann für die Auktion zu einem großen Erfolg verarbeitet wird, meine Damen und Herren. Und ich freue mich, zurückgeben zu können in die Cartier Vernissage nach oben. Ich hoffe, es wird ein großer Erfolg. Vielen Dank, Philipp, für diese ersten Einblicke ins Auktionata Online-Studio. Und inzwischen habe ich Gesellschaft bekommen, denn hochkarätiger Schmuck verdient auch hochkarätige Experten. Deswegen bin ich sehr froh, Ihnen die Kuratoren der beiden Sonderauktionen vorstellen zu dürfen. An meiner Seite zur einen Christel Heilmann. Sie sind die Expertin und Kuratorin für die morgige Cartier-Only-Aktion bei uns um 18 Uhr auf auktionata.de. Das Besondere bei Ihnen, Sie haben die Geschicke der Marke Cartier eigentlich über Jahrzehnte mitgeleitet und mitbegleitet. Ja, das stimmt. Ich war Inhaberin von 4 Cartier-Geschäften und das fast 20 Jahre lang. Cartier war mein Leben und ich habe Cartier geliebt aus tiefster Überzeugung. Das morgen ist das Thema Cartier Only und wir werden zur übermorgen anstehenden Aktion um 18 Uhr Kurator Emanuel Knöbel begrüßen dürfen. Und viele Professionen, die man sich wünscht als Experte, vereint er in einer Person. Das ist richtig. Ich bin ein Goldschmied mit Leib und Seele. Ich freue mich auf sehr schöne Schmuckstücke, die ich dank Auktionata in den Händen halten darf und begutachten darf. Und ich freue mich vor allem auf Fabergé-Schmuckstücke. Da freuen wir uns auch drauf. Sie können live unter www.auktionata.de sich jetzt schon anmelden. Die ersten Stücke sehen Sie auch gleich hier in der Sendung. Da werden wir nämlich zu Cartier Only schreiten. Morgen um 18 Uhr steht diese große Auktion an und die ersten Preziosen werden gleich hier auf dem Tableau erscheinen. Vorher ein paar Bilder zur Biografie von Frau Heilmann. Also Luxus muss inszeniert werden. Ich finde einfach, Luxus richtig inszeniert ist etwas sehr Schönes. Ich war eben auch 20 Jahre sehr, sehr glücklich mit Cartier, die Produkte zu vertreten, zu vertreiben. Ich war ja Inhaberin des Geschäftes, ich habe auf eigenes Risiko eingekauft und verkauft und hatte eine sehr, sehr gute Verbindung zu dem Haus. Wenn Sie Paris, Cartier kennen und wenn Sie die Historie kennen, dann fällt es einem sehr leicht, daran anzubinden und Veranstaltungen zu machen. Lieblingsstück, ich liebe sie alle. Sie sind in den Jahren gewesen wie meine Lieblingskinder. Ich mochte sie alle. Ich hatte eine sehr, sehr gute Verbindung zu dem Haus und zu den Produkten, denn die Produkte sind schon etwas Besonderes. Näheres zur Person, Frau Heilmann, haben Sie jetzt erfahren. Jetzt fehlt nur noch der tiefe Griff in die Schatztruhe Cartiers selbst, das ja auch das bestimmende Thema morgen in der Online-Auktion um 18 Uhr ist. Live bei www.auktionata.de. Und da wollen wir uns gleich mal zeitnah einen zeitlos schönen Zeitmesser anschauen, wenn ich das mal sagen darf. Lot Nummer 105 mit einem Startpreis von 14.000 Euro. Die Uhr heißt Benoit, ist ein klassisches Modell, welches es immer bei Cartier gegeben hat, mal in veränderter Form. Es gibt sie sowohl in Weißgold, Gelbgold und früher gab es sie auch in Stahl. Aber es ist ein Modell, was
immer wieder sehr attraktiv ist. Attraktiv vielleicht auch für Sie. Nutzen Sie die Möglichkeit, auch jetzt schon sich zu akkreditieren, live dann dabei zu sein. Morgen ab 18 Uhr ist Ihnen dann möglich, von jedem Ort der Welt unter www.auktionata.de. Und das ist eine Preziose, da stockt einem schon mal das erste Mal der Atem, wenn man die Steine sieht, diese Hochkaräter, brillant strahlend. Lot 27 mit dem Startpreis von 10.000 Euro hier aufgerufen. Dieser Ring heißt Monte Carlo und den Namen hat er sehr berechtigt, weil er wirklich Glamour und Schönheit zeigt. Und der Ring ist auch einer jüngeren Kollektion, aber er ist eben einmalig schön und ist irrsinnig erstrebenswert für jedes Frauenherz. Frauenherzen wollen wir jetzt auch mit noch weiter auf die Bühne bitten, denn in der nächsten Runde schauen wir uns mal Cartier-Schmuck belebt an. Und Frau Heilmann, das ist ja auch bei Ihnen so, wenn Sie so einen Schmuck dann auch noch an der jeweiligen Person sehen, dann beginnt der so richtig zu strahlen und zu funkeln. Unser nächster Lot ist in diesem Fall Lot 10 mit einem Startpreis von 24.000 Euro. Es handelt sich dabei um wunderschöne Ohrringe. Diese Ohrringe sind große Kreolen aus Weißgold gefertigt und ausgefasst Pavé mit Brillanten. Sie sind unvergänglich schön und erstrebenswert und lassen wirklich jeden begeistern, auch die Herren. Denken Sie dran, Sie können sich für jede dieser möglichen Auktionen, die Ihr Herz höher schlagen lassen, jetzt schon auch akkreditieren und den Zugang verschaffen unter www.auktionata.de, um dann morgen direkt um 18 Uhr live dabei zu sein. Online. Jetzt gucken wir uns im TV ein weiteres Cartier-Schmuckstück an, nämlich dieses Armband Lot 25 rufen wir auf und damit ein Startpreis von ebenfalls 24.000 Euro. Aber das hat er auch verdient. Ja, es ist das Bracelet Rivoli heißt es. Mhm. Es ist auch ganz mit Brillanten ausgefasst in Weißgold und ist bestechend schön. Es gibt eigentlich kaum ein schöneres Bracelet, was ich hier gesehen habe, weil es passt immer zu jeder Zeit. Tag, Nacht, am Abend und schmückt jede Dame. Und zu jeder Zeit können Sie bei auktionata.de sich auch schon einen ersten Blick verschaffen, von den Auktionen auch vorab Gebote abgeben, bereits bevor diese Live-Auktion morgen um 18 Uhr startet, so Sie keine Zeit haben sollten. Kommen wir zu den nächsten Schmuckstücken, Frau Heilmann, und da rufen wir zwei weitere Lots auf. Es geht jetzt um Uhren besonderer Güte. Und da greifen wir noch einmal in ein weiteres Lot hinein, das mir bisher auch noch nicht untergekommen ist, wenn man sich mit der Marke Cartier beschäftigt. Also man könnte sagen, eine Sammlerrarität ist. Eine seltene Münzuhr rufen wir auf und damit ein Lot, das Sie hier sehen, mit der Nummer 87 und einem Startpreis von 12.000 Euro. Dazu muss man sagen, dass Cartier außer Schmuck und Uhren auch einen großen Accessoires-Bereich hat. Diese Uhr fällt darunter. Ein ganz seltenes Stück, was wahrscheinlich jedes Sammlerherz größer schlagen lässt und vor allen Dingen auch es sicherlich einen großen Wertzuwachs haben wird, auch zukünftig. Aus der jüngeren Vergangenheit haben wir die nächste Uhr bei uns. Wieder ein Cartier-Schmuckstück, in diesem Fall in Gold, Lot 116 mit einem Startpreis von 7.000 Euro. Was sehen wir hier, Frau Heilmann? Hier sehen Sie eine der bekanntesten Uhren, die das Haus Cartier produziert hat, zumindest diese Serie. Sie heißt Santos, ist bekannt durch diese Schrauben. Es gibt sie auch in verschiedenen Materialien. Das ist eine Uhr, die völlig zeitlos ist und die Sie immer tragen können. Eine Zeit sollten Sie bei all diesen wunderbaren Vorstellungen immer im Blick behalten, nämlich morgen 18 Uhr. Da geht es um Cartier Only, live unter www.auktionata.de. Am besten jetzt schon mal vorbeischauen oder heute Abend, wenn Sie Muße haben. Und Muße wird spätestens jeder bekommen, der das sieht, was er gleich sehen wird. Ein Prunk-Collier. Wir rufen ein Lot auf, das so seinesgleichen sucht. Man könnte sagen, es ist ein königlicher Schatz. Schauen Sie sich das in aller Ruhe an, verehrte Zuschauer. Ich habe sowas selber noch nie so nah gesehen. Lot 43, 75.000 Euro Startpreis und Diamanten im Altschliff. Ja, das ist besonders schön. Das muss man wirklich sagen. Also das ist ein Stück aus der älteren Zeit von Cartier. Es ist mit sehr großen Steinen, sehr großen Diamanten mit Altschliff und auch unten mit einem Prinzesscut und darüber mit einem runden Stein. Also sprich, rund ist der Schliff brillant, unten ist es ein Prinzesscut. Es ist außergewöhnlich und sehr, sehr selten. Ich würde fast behaupten, es ist ein Unikat. So, dieses und weitere Unikate mehr werden Sie erleben bei Cartier Only, der großen Online-Auktion von www.auktionata.de, dem großen Online-Auktionshaus. An jedem Ort dieser Welt können Sie mit dabei sein, live mitbieten und Ihre Schätze erobern.
Und was wir auch noch erobern werden, ist natürlich der Hinweis, dass Sie, Frau Heilmann, als Kuratorin für die gesamte Linie Cartier Only heute hier verantwortlich zeichnen. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Gleichermaßen gucken wir uns jetzt ein paar Bilder an, die die Liebe zu Cartier und eben ihrer Person noch mal ein bisschen besser nahebringt. Cartier drückt vieles aus, Lebensart sicher auch. Cartier ist Überzeugung. Es ist zeitlos, es ist luxuriös und es hat Ausstrahlung und zeichnet oftmals die Person auch eben für sehr guten Geschmack aus. Cartier hat den eigenen Stil, Cartier hat die eigene Historie, die großen Herren Cartier, die es gab. Es ist schon ein Haus mit einer sehr großen Historie, mit einem außergewöhnlichen Geschmack, mit immer einer Modernität und gleichwohl einer Zeitlosigkeit. Ja, Cartier-Schmuck macht jede Dame noch mal schöner und krönt sie, wie wir auch an unserem nächsten Lot feststellen können. Lot 42 mit einem Startpreis von 18.000 Euro, den wir gerade schon ins Blick gefasst haben. Ein besonderes Stück. Ja, das stimmt. Das ist das Collier Panthère, 18 Karat Weißgold, ganz mit Brillanten ausgefasst. Nach dem Haustier, dem symbolischen Haustier von Cartier genannt, Panthère, der immer wieder bei Schmucknamen vorkommt und der das Haus geprägt hat. Nach diesem Tier stilsicher, geschmeidig, wie der Panthère ist, so ist auch dieses Collier. Es ist wunderschön und zu allen Zeiten auch zu tragen, sowohl sportlich wie elegant. Und eines der vielen Kleinodien, die Sie morgen dann auch bei der Live-Auktion mitverfolgen können, ab 18 Uhr am besten jetzt schon anmelden unter www.auktionata.de. Kommen wir zum nächsten Lot, Lot Nummer 3. Für einen Startpreis von 4.000 Euro sehen wir hier organische Formen in Gold. Das hat man sehr oft im Hause Cartier, dass man solche Formen findet, Tiere oder auch überhaupt Naturprodukte. Das ist ein Gelbgold-Ohrring in Blattform, 18 Karat mit einem Brillanten in der Mitte. Was die Liebste vielleicht auch als Geschenk ebenso schön krönen könnte, das wäre dieser extravagante Armschmuck, den wir hier sehen. Das ist Lot 22 mit einem Startpreis von 8.000 Euro, ebenfalls morgen zur Auktion stehend um 18 Uhr live unter www.auktionata.de. Jetzt schon anmelden und schon mal näher treten und schauen. Ja, das ist ein Armband, auch wieder in 18 Karat Gelbgold, sehr zeitlos, immer passend. Also ich würde sagen, das war vor 30 Jahren schön. Das ist auch heute noch sehr attraktiv und schmückt ein Handgelenk sehr. So schwer es mir fällt, mich von diesem Anblick jetzt zu trennen, aber wir müssen die Damen entsenden mit diesen Schmuckstücken zugunsten von zwei Uhren mit ein und demselben Namen, aber doch so gänzlich unterschiedlich in ihrer Funktion und Form. Das ist das Modell Tank aus dem Hause Cartier mit Lot Nummer 127 zu einem Startpreis von 4.000 Euro zum Beispiel. Völlig richtig, was Sie sagen. Diese Uhren sind aus der Familie Tank. Diese Uhr ist die klassischste aller Cartier-Modelle. Es ist die Tank, diesmal in einer Ausführung mit einem Quarzwerk und einem Dreizeiger-Zifferblatt mit Krokoband. Eine absolute Liebhaberuhr. Und nebendran mit gleichem Namen ein gänzlich anderes Modell, viel mehr Komplikation und auch ein anderes Werk. Wir sehen Lot 126 mit einem Startpreis von 14.000 Euro. Ja, das ist richtig. Auch das ist eine Tank, aber viel seltener. Diese Uhr ist ein Chronograph und mit einem Automatikwerk. Sie kann von Damen getragen werden, die sehr gerne große Modelle tragen. Gleichwohl ist sie natürlich auch eine wunderschöne Herrenuhr. Im Übrigen auch diese beiden Uhren sind mit einer Boucle déployante, das heißt mit einer Klappschließe, was auch sehr bezeichnend für Cartier ist. Und natürlich alles nochmal zu sehen in der großen Cartier-Only-Auktion morgen Abend um 18 Uhr live auf www.auktionata.de. Jetzt schon reinklicken, jetzt schon anmelden, würde sich lohnen, dann sind Sie morgen mit von der Partie und bieten vielleicht auf Ihren Schatz mit. Ja, zudem kommen wir jetzt zu einem wahren, baren Schatz und zwar gleich zwei Schätzen aus Cartier Only von morgen Abend um 18 Uhr. Lot Nummer 65 mit einem Startpreis von 20.000 Euro, ein ja nachgeradezu riesiger Stein da in der Mitte. Na, der Stein ist nicht nur riesig, er ist auch besonders. Es ist ein Smaragd in seiner Reinheit, ganz selten und in seiner Schönheit und Farbe. Also Smaragd ist nicht gleich Smaragd, aber dieses ist ein ganz außergewöhnlicher Smaragd. Er ist gearbeitet in einen Gelb-Gold-Ring und mit kleinen Brillanten an der Seite. Ein sehr außergewöhnliches Stück,
was sicher seinen Liebhaber finden wird. Außergewöhnlich auch in der Form, aber bekannt für Cartier ist das nächste Schmuckstück, Lot 21 mit einem Startpreis von 14.000 Euro. Genauso morgen auch in der Auktion um 18 Uhr unter www.auktionata.de. Ja, das ist ein Armreif in Gelbgold, sehr fein ziseliert verarbeitet, sehr schmal, sehr ungewöhnlich und an den Außenseiten mit Saphiren besetzt. Ein wunderschönes Stück, was leider sehr oft versucht wird, ähnlich zu machen, aber das ist ein Original. Und in dieser Form morgen mit von der Partie, wenn es bei Auktionata um Cartier Only geht. Jetzt schon anmelden zur Online-Auktion am morgigen Abend um 18 Uhr. Dass Auktionata, das große Online-Auktionshaus, auch noch mehr zu bieten hat als Schmuck von Cartier, das wollen wir mit diesen Bildern auch noch zeigen. Der kniende Elefant von René Sintenis, eine der wenigen deutschen Künstlerinnen, die um diese Zeit schon erfolgreich waren und als Künstlerin agieren konnten. Ihr wohl bekanntestes Werk ist der Goldene Bär, der jedes Jahr aufs Neue verliehen wird. Ihre Vorliebe war die Darstellung von kleinen Jungtieren, vor allem Fohlen sind uns sehr bekannt, aber auch exotische Darstellungen wie der kniende Elefant von 1936, etwas ganz Seltenes. Ja, wie Sie sehen, haben wir den Ort gewechselt in diesem schmucken Stadtschloss vor den Toren Berlins. Aber noch lange nicht das Thema. Cartier Only, morgen die große Sonderauktion ab 18 Uhr auf www.auktionata.de mit Kuratorin Frau Heilmann. Wir wollen zu den nächsten Schmuckstücken schreiten, denn es bedarf ja noch einige zu sehen. Wollen wir es angehen? Sehr gerne. Wunderbar, dann tun wir das, schreiten zur Tat und damit auch zur jungen Dame, die hier schon mit einem ganz besonderen Schmuckstück aufwartet. Gleich zwei, um genau zu sein, Lot 55 macht den Anfang. Ein Ring, Startpreis 4.500 Euro. Verschlungene Formen blicken einen da an. Ja, der Ring besteht aus 18 Karat Gelbgold mit einer Mehrfachschiene. Oben aufgesetzt ist eine Rose in Weißgold, also Gelb mit Weißgold verarbeitet, sehr interessant. Und die Rose ist ausgefasst mit Brillanten, ein sehr, sehr aparter Ring. Lot 18, der sich direkt angrenzt hier um das Handgelenk der Dame, ist ja, man könnte sagen, einer der Klassiker zum Niederknien für jede Dame, die sich mit Cartier oder auch anderen großen Marken beschäftigt. Von Cartier haben wir Lot Nummer 18 mit 9.000 Euro Startpreis und der wirkt auf mich fast ein bisschen zu niedrig. Zu Recht. Das ist ein Tennisarmband, was benannt wurde nach der Tennisspielerin Navratilova, die das erstmalig auf einem Tennisturnier in Amerika getragen hat. Dieses wird in unterschiedlichen Größen gearbeitet, was die Steine, die aufgesetzten Scheine betrifft. Und dieses ist mit 38 Steinen und fast 8 Karat, 7,6 oder 7,9 Karat, ganz besonders großartig und schön verarbeitet. Das ist ein Armband, was man solitär tragen kann. Man kann es ihm aber auch zur Uhr tragen. Aber es ist das, was eigentlich sich jede Dame wünscht. Es ist ein sensationell schönes und außergewöhnliches Tennisarmband. Ich sehe schon das Leuchten in Ihrem Blick. Also merken Sie auch, was für ein Leuchten morgen durch die gesamten Auktionsstunden sich ziehen wird. Um 18 Uhr morgen Cartier Only live verfolgbar und auch mitzubieten unter www.auktionata.de. Am besten jetzt schon reinklicken und anmelden. Und wir wollen mal ein wunderbares Beispiel geben mit unserem nächsten Exponat, möchte ich beinahe sagen. Ein Kunstwerk, das Cartier ja über die Landesgrenze Frankreichs hinaus bekannt und berühmt gemacht hat, die animalischen Formen in Gold. Ja, das stimmt. Cartier hat sehr oft solche Formen und solche Stile gehabt. Aber das ist Lot 75, übrigens zu einem Startpreis von 12.000 Euro. Diese Referenzen, also diese Produkte und Preziosen, sind einfach zeitlos. Die hat es in den 30er, in den 40er Jahren gegeben und die finden heute immer noch die gleiche Bewunderung und die gleiche Schönheit. Dieser 18 Karat Goldreif läuft aus mit einem Elefantenkopf und einem Rüssel, der nach oben geht, was also bedeutet viel Glück. Das ist also nicht nur schön und vollkommen und sensationell, es hat auch noch eine tiefere Bedeutung. Und eine tiefere Bedeutung hat auch diese Sendung, denn sie weist darauf hin, dass Cartier Only morgen die Sonderauktion des Jahres ist bei auktionata.de. Am besten schon reinklicken, anmelden und sich dann parat halten, morgen ab 18 Uhr. Schauen wir jetzt, danke an die Dame und den Elefanten, zu einer weiteren Möglichkeit, sich mit Cartier-Schmuck, ja, das Leben zu veredeln und zu verschönern.
Wollen wir weitermachen mit Schmuck, Frau Hellmann? Dann nehmen wir Lot 52 für einen nach geradezu Schnäppchenpreis für Cartier-Sucher. 1.800 Euro, da muss man zweimal hingucken. Das stimmt. Dieser Ring ist aus der Serie Ellipse und er ist aus 18 Karat Gelbgold gearbeitet mit einem blauen Iolit, der aus der Familie der Saphire kommt, der eine ähnliche Farbe hat, schon deshalb. Er ist facettiert und dieser Ring ist sportlich und ist täglich wirklich sehr gut zu tragen und ist ein besonderer Ring. Und er erfreut, glaube ich, jede Dame, die ihn besitzt. Deswegen ja auch erwerbbar zu einem solchen tollen Startpreis. Denken Sie dran, es gibt für jeden Geldbeutel das Richtige. Gucken wir von großen Solitären jetzt zu einer wunderbaren, ja, Filigrankunst. Lot 79, 15.000 Euro der Startpreis hier. Auch wieder ein Sammlerstück. Ja, das stimmt. Das ist eine Brosche, die aus der Zeit ist, als Cartier sehr viel filigrane, florale Muster arbeitete. Diese Brosche ist mit einigen Saphiren ausgestattet, mit Smaragden als Blüte gearbeitet, wunderschön. Und man kann sie nicht nur als Brosche tragen, mit einer kleinen Änderung und einer Kette versehen, kann man sie auch als Pendentif, sprich als Anhänger tragen. Und sie ist außergewöhnlich und sie ist auch nicht nur schön, sondern sie ist auch ein Sammlerstück. Und ich bin sicher, sie wird auch einen Wertzuwachs haben, der ganz großartig ist. Bei all der Bewunderung sollten wir den Blick auf die Zeit nicht vergessen. Und den haben wir hier mit Lot 115 zu einem Startpreis von 24.000 Euro. Was macht diese Uhr so wertvoll? Ja, diese Uhr ist eine ganz besondere. Sie kommt aus der Serie der Pascha-Uhren. Aber sie ist in einer sehr kleinen Stückzahl, nämlich nur 5 Stück hergestellt worden. Und das ist die Nummer 3 von 5, kann man auch unschwer auf der Rückseite erkennen. Das ist ein Stück, was nicht nur den Träger erfreut, sondern den wirklichen Sammler. Denn dieses Stück hat eine Wertigkeit, die noch bedeutender sein wird. Ich bin mir sicher, es wird auch unseren Auktionator morgen erfreuen, der Sie durch das Programm leiten wird, der Live-Auktion ab 18 Uhr. Philipp von Hutten rufen wir jetzt im Auktionator-Studio mit weiteren Neuigkeiten und Informationen für Sie. Meine Damen und Herren, lassen Sie zunächst Ihre Objekte kostenlos und unverbindlich über Auktionator schätzen. Danach kommt es zu einer Livestream-Auktion hier bei Auktionator, die wir Ihnen einzigartig bieten können. Weltweite Ausstrahlung mit Kunden und Objekten um den ganzen Globus. Es wird hochinteressant, Sie können versichert sein. Vor allem wird es spannend. Und mit dem Wunsch nach einem großen Erfolg und mit der Vorfreude auf diese Spannung gebe ich zurück nach oben zu unserer Cartier-Vernissage. Herzlichen Dank. Und damit danke Philipp von Hutten, Ihrem Gastgeber, morgen Abend dann um 18 Uhr zur großen Live-Auktion zusammen mit Kuratorin des Ganzen, Frau Heilmann. Jetzt brechen wir auf zur letzten Runde, um diese Vorabbeschauung dieser Vernissage von Cartier zu enden. Wollen wir uns mal etwas Modernem widmen auf Ihrem Tableau hier mit Lot Nummer 11 und 1.800 Euro Startpreis. Modern und auch vom Preis her ein wirkliches Einsteigerangebot. Das ist das Modell Love. Love ist sehr bekannt und sehr beliebt. Ein Kreole aus dieser Serie, 18 Karat Weißgold. Die Serie ist bekannt durch Schrauben und glattes Goldmaterial. In diesem Fall sind die Schrauben ausgewechselt gegen eine Brillant, ein Schraube, ein Brillant, eine wunderschöne Kreole. Wie alles natürlich morgen erwerbbar und mit zu bebieten. Ganz einfach unter www.auktionata.de. Am besten jetzt schon oder im Laufe des Tages reinklicken und sich anmelden. Schreiten wir weiter. Wir kommen zu einem strahlenden Ring. Lot 28, 7.000 Euro der Startpreis. Wie kommt es dazu? Das ist ein 18 Karat, auch Weißgold. Der Mittelstein besteht aus 4 kleinen Prinzesskat-Steinen, Saphiren, die in der Mitte eingearbeitet sind und eingefasst sind mit Brillant-Pavé und daraus einen eleganten und gleichwohl sportlichen Charakter wiedergeben. Auch das ist das Zeichen von Cartier. Sportlich und elegant drücken oft die einzelnen Stücke aus. Sportlich, elegant oder aber auch königlich, denn das nächste Lot wird ein wunderbares Beispiel dafür ablegen, wo sich das Hause Cartier überall hat inspirieren lassen auf der Welt. Wenn mich nicht alles täuscht, wird das jetzt indisch in der Ornamentik. Lot 24, 20.000 Euro Startpreis. Das ist das Bracelet mit dem Namen Tanjore. Dies zeigt wieder einmal, wie exzellent Cartier arbeitet und wie unvergleichlich zu jeder Zeit passend. Es ist eingefasst mit 2 Brillantstreifen, Stein an Stein als Pavé-Fassung und in der Mitte mit Tropfenform gearbeitet. Und der Mittelpunkt der Tropfen sind im Wechsel Smaragd, Rubin und Saphirsteine. Sehr anspruchsvoll im Design, sehr hochwertig im Material
und einzigartig in der Beschauung. Es ist ein wahnsinnig schönes Armband, sensationell schön. Also auch eine wunderbare Wertanlage, wie wir da raushören. Absolut. Danken wir der Dame und den indischen Eindrücken an ihr und schreiten weiter. Es wird jetzt zu etwas gehen, was wieder die tierische Richtung Cartiers bedient, aber diesmal nicht auf eine gefährliche Art und Weise wie eines Panthers, sondern wir kommen zu einem hübschen Kätzchen. Lot 76, 8000 Euro Startpreis. Sie wissen, alles das gibt es auch morgen in der Live-Auktion bei auktionata.de. Sie können sich da jetzt schon anmelden und dann live dabei sein. Diese Brosche stellt eine Katze dar. Sie ist wunderschön gearbeitet, sehr filigran, mit einem ausgeprägten Gesicht. Ihr Haupt ist mit weißen Brillanten in Weißgold gefasst. Dann hat sie eine niedliche kleine Schleife, die auch noch mal kleine Brillanten hat. Und auf dem Bauch trägt sie ein Smaragdherz und ist in mattiertem 18 Karat Gold. Ein außergewöhnlich schönes Stück, sehr beeindruckend. Wieder einmal echte Cartier-Arbeit. Wie alles, auch das morgen im Mittelpunkt der großen Cartier-Only-Auktion bei auktionata.de live und online mitzuverfolgen. Und zum letzten Stück unserer Vorabvernissage kommen wir jetzt. Ich habe mit viel Geschmeide gerechnet bei Cartier, auch mit wunderschönen Uhren. Aber was ist das mit der Lotnummer 82 für sage und schreibe 24.000 Euro Startpreis? Das ist ein Eiskühler, auch wieder in 14 Karat Gold gearbeitet. Sicherlich etwas Außergewöhnliches, war mir auch nicht so bekannt. Aber was ich weiß, Cartier hat einen großen Bereich für Accessoires und hat immer wieder außergewöhnliche Dinge gearbeitet. Und dazu gehört sicherlich auch dieser Eiskühler. Für Sammler hochinteressant. Wir durften einiges Außergewöhnliche durch Sie kennenlernen. Vielen Dank für diesen Vorabbesuch. Morgen dann im Studio mit Philipp von Hutten in der Live-Auktion unter www.auktionata.de. Frau Heilmann, die Kuratorin, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen auch für die sehr angenehme Moderation. Vielen Dank. Und das, was wir jetzt weiter moderieren werden, ist der zweite Teil unseres Anlasses heute, nämlich der Termin übermorgen. Da werden wir uns weiteren Marken und seltenen Manufakturen widmen, ebenfalls wieder im Bereich der Schmuckstücke, und laden dazu gleich Emanuel Knöbel als den Kurator dieser Auktion ein. Bleiben Sie bei uns und schauen Sie sich an, wie einfach es ist, bei Auktionata mit von der Partie zu sein. Sie möchten an unseren behördlich angemeldeten Live-Auktionen teilnehmen? Die Anmeldung zu den Auktionata-Auktionen ist einfach und dauert nur wenige Minuten. Klicken Sie auf www.auktionata.de, wählen Sie die Rubrik Auktionen, wählen Sie dann in unserem Auktionskalender Ihre favorisierte Auktion und anschließend Objekte ansehen. Mit Jetzt zur Auktion anmelden erstellen Sie vor der ersten Teilnahme Ihr persönliches Auktionata-Konto und senden das Online-Formular einfach per Mausklick ab. Anschließend sind Sie für die Auktion verifiziert und können diese am Auktionstag auf unserer Website live miterleben oder sogar mitbieten. Jetzt haben Sie gesehen, wie einfach es ist, sich anzumelden bei auktionata.de. An meiner Seite jetzt und schon lange nicht mehr gesehen in dieser Sendung der Kurator für die zweite große Auktion, auf die wir hinweisen wollen, übermorgen um 18 Uhr im Rahmen dann einer ganz besonderen Schmuckauktion um große Marken und Manufakturen, Emanuel Knöbel. Und als ein richtiger Goldschmiedemeister hat er auch sein Werkzeug mitgebracht. Das ist richtig, ich habe meine Lupe mitgebracht. Ich möchte mir die Edelsteine ein bisschen genauer ansehen. Ich freue mich auf wunderschöne Schmuckstücke. Ich lasse mich mal überraschen. Beginnen wir mit einem Ensemble, das nicht nur überraschend, sondern überwältigend ist, wie ich finde, was die Farbpracht und Farbgewalt angeht. Schauen wir es uns an am Model, das uns gerade hier besucht. Es handelt sich um Lot 168 mit einem Startpreis von 28.000 Euro. Aber dieser Preis kommt sicher auch durch die Anzahl dieser Steine zustande. Das ist richtig. Das ist eine wunderschöne Handarbeit in Weißgold 750. Wir sehen hier ein Sammelsurium an Edelsteinen, an diesen Königsedelsteinen, Saphir, Rubin, Smaragd, Diamant. Dazu kommt noch ein Granat in seiner besonderen Farbvarietät, die Farbe Grün, das sogenannte Zavorit. Eine hervorragende Goldschmiedearbeit, eine hervorragende Fasserarbeit und ein wunderschönes Ensemble. Denken Sie dran, alles das gibt es dann übermorgen in der Auktion live. Dafür am besten jetzt schon anmelden, damit Sie dann übermorgen um 18 Uhr dabei sein können. Ich schreite hier gerade mal am Model vorbei, um schon zu einem nächsten Schmuckstück zu kommen. Lot 33 für einen Startpreis von 12.000 Euro hat es mit einem Autodidakten zu tun. Genau, wir sprechen von David Webb, USA. Dieser Schmuckstück ist ca. 1960 entstanden. Es ist eine wunderschöne Kombination aus Jade, aus geschnitztem Jade mit Elfenbein. Die Dame steht auf einer Barockperle. Wie Sie schon erwähnt haben, David Webb ist ein Autodidakt, der sich diesen Goldschmiedehandwerksberuf selber mit beigebracht hat. Eine Ikone unserer Zeit.
Und jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Ikone. Eine, von der ich weiß, dass Emanuel Knöbel selbst ganz gespannt drauf ist, sie mal von nahem zu sehen. Denn sowas hat man nicht alle Tage, haben Sie mir schon vorgeschwärmt. Ich kann es nachvollziehen. Lot 57, 12.000 Euro Startpreis. Sie ist ein Bildnis und ein Schmuckstück in einem. Von wem? Das ist von unserem großen Meister Fabergé, entstanden ca. 1900. Fabergé, schon der Name zergeht einem Goldschmied auf der Zunge. Mhm. Ein Schmuckstück, etwas ganz Außergewöhnliches, eine Emailarbeit vom Allerfeinsten. Eine Technik, die heutzutage kaum noch jemand beherrscht. Ich bin einfach nur begeistert. Begeistert, und das können auch Sie sein, denn Sie können unsere Technik nutzen über www.auktionata.de, sich die wunderbaren Preziosen übermorgen um 18 Uhr anschauen und in der Auktion live dann für sich bieten. Und dafür am besten jetzt schon mal reinklicken und anmelden. Machen wir den Weg frei für ein nächstes Ensemble, das schöner in der Farbe nicht harmonieren könnte, in Türkis. Ein Himmelblau, das uns hier anlacht. Das ist in diesem Fall übrigens Lot 34 für einen Startpreis von 8.000 Euro. Auch hier wieder eine Arbeit von David Webb, auch ca. 1960. Wir sehen hier Türkise in Kombination mit einem feinen Gelbgold 750. Auch hier wieder eine ganz außergewöhnliche Arbeit von einem ganz außergewöhnlichen Goldschmied. Und jetzt müssen wir den Weg schon wieder freimachen, denn unsere liebe Therese bitten wir noch zu uns. Die hat noch ein ganz besonderes Schmankerl aufbewahrt für diese Runde der Beschau. Lot 119. Vielen Dank, Therese. Das geht schon in den Bereich des Erschwinglichen mit 1.500 Euro Startpreis, aber es ist gleichwohl trotzdem sehr, sehr aufwendig. Das ist ein sehr aufwendig herzustellendes Schmuckstück. Es handelt sich hier um eine Handarbeit. Es ist in diesem neuen ägyptischen Stil gearbeitet. Gelbgold 750, Türkis, die Ureneus-Schlange hier unten sechsmal. Dann sieht man hier noch einen wunderschönen Rubin in Cabochon-Schliff. Und auch hier wieder Emailarbeit, auch Technik, die heutzutage kaum noch jemand beherrscht. Sie sehen, also übermorgen lohnt es sich in jedem Fall dabei zu sein, live dann um 18 Uhr über www.auktionata.de. Da können Sie sich heute auch schon anmelden. Und Sie melden sich ja nicht nur für diese eine Auktion an, sondern Sie haben ja dann das Gesamte an Fundus von Auktionata vor sich. Und was Auktionata da zu bieten hat, das schauen wir uns hier an. Vacherot Constantin gehört zu den wichtigsten und bekanntesten Marken der Schweizer Uhrenindustrie, und gerade durch diese zeitlose Ästhetik, die Vacheron immer perfekt verkörpert, hat die Marke sehr, sehr große Popularität erlangt. Besonders schön ist das Exemplar dieser Patrimony mit retrograden Anzeigen. Wunderbar zeitlose Uhr, wird auf ewig viel Freude bereiten. Übermorgen ist es soweit, dann startet um 18 Uhr die große Live-Auktion direkt bei www.auktionata.de rund um Schmuck von großen namhaften Marken und eben auch Manufakturen. An meiner Seite immer noch Emanuel Knöbel. Wir schreiten zu den nächsten Lots. Lot 38 mit einem Startpreis von 3.000 Euro. Da geht es wieder in die USA. Wichtig, wir gehen in die 60er Jahre in den USA. Eine Arbeit von David Webb, eine Kombination von Malachit, geschnitzten Amethysten und Gelbgold 750, eine außergewöhnliche Arbeit. Vielleicht platzt da ja schon der Knoten und Sie sagen, jetzt muss ich mich dafür anmelden, übermorgen dann live dabei sein und mir meine Schmuckstücke ersteigern. Machen Sie das gerne schon unter www.auktionata.de. Apropos Knoten, das hier ist Lot 2, 3.000 Euro Startpreis, und der mutet griechisch an. Genau, das ist ein Herakles-Knoten von einem berühmten griechischen Goldschmied. Lalaonis, stammt ungefähr aus dem Jahr 1960, ist gestricktes Gelbgold 750, eine ganz, ganz feine Arbeit. Und hat eine Gemeinsamkeit mit Ihnen, dieser Goldschmied, denn er kommt auch aus einer wunderbaren Dynastie der Goldschmiede, ja, mit einer langen Historie. Wir gucken weiter, wenn Sie inzwischen auch schon Feuer und Flamme sind bei diesen wunderbaren Preziosen, einfach dran denken, bei Auktionata kann jeder teilnehmen, von jedem Ort der Welt aus, live und online, übermorgen dann um 18 Uhr, unter anderem mit diesem Lot, Lot 78. Startpreis liegt hier bei 15.000, und wir sehen strahlkräftiges Grün. Strahlkräftiges Grün, Smaragde von Allerfeinsten, das sind kolumbianische Smaragde, in einer Kombination mit Diamanten im Altschliff, gearbeitet in Weißgold aus zwei Elementen. Erstens einmal der Clip, stammt ca. 1920 aus dem frühen Beginn des Weißgoldes. Weißgold gibt es erst seit 1920. Und eben eine Arbeit von 1940, auch aus den Vereinigten Staaten, eine
ganz, ganz hervorragende Goldschmiedearbeit. Jetzt haben wir einiges gesehen hier vorne, müssen allerdings auch die Models beachten, denn die scharren schon mit den Hufen dort hinten. Herr Knöbel, Sie haben es gemerkt, wir sind in Gesellschaft und das in hochkarätiger zudem. Es geht ja immer noch um Schmuck, ja, von großartigen, namhaften Marken und Manufakturen. Und wenn wir uns jetzt um diesen Schmuck hier drehen, das ist Lot 43 mit einem Startpreis von 8.000, dann muss man nachgeradezu von einem Unikat sprechen. Das ist ein Unikat, das stammt aus dem Jahr 1944, ist gearbeitet in Gelbgold 750. In der Mitte sehen Sie einen großen Rauchquarz mit ca. 30 Karat und oben ein Turmalin, ein farbloser Turmalin mit ca. 3 Karat und natürlich eine hervorragende Goldschmiedearbeit. Im ganzen Rahmen sind kleine Tierchen und florale Elemente untergebracht. Auch die Kette ist handgefertigt. Und das in Zusammenarbeit mit einem Bildhauer aus dieser Zeit. Also wenn man da nochmal auch die Liaison dieser beiden, nämlich Goldschmieden und Bildhauern vereinen möchte, dann sehen Sie es in diesem Fall unter diesem Lot. Denken Sie daran, dass Sie sich jetzt schon dafür direkt auch anmelden können unter www.auktionata.de. Was hier alles für Schätze auftreten innerhalb dieser Sendung, Sie werden sie übermorgen live zur Auktion stehen sehen und dann sollten Sie in den Startlöchern stehen. Wir sehen ein weiteres Schmuckstück, das ist jetzt ein Armband. Das ist Lot 77 mit einem Startpreis von 12.000 Euro und ebenfalls ein Meisterstück, wie ein Deucht. Das ist auch eine Arbeit von den 40er Jahren, 1940, auch aus den Vereinigten Staaten. Gelbgold 750, eine goldronierte Oberfläche. Dann sieht man hier Smaragd in Kombination mit Diamanten. Das Smaragd kann man nicht mit vielen Edelsteinen kombinieren, man kann ihn nur mit den Diamanten kombinieren. Auch hier eine hervorragende Goldschmiedearbeit. Ja, was Ihnen sicher nicht entgangen ist, dass da noch etwas mehr prangt, nämlich am Finger ein sagenhaft großer Stein. Ja? Bevor wir zu dem kommen und das Geheimnis um diesen Stein und seine Seltenheit lüften, wollen wir noch mal ins Auktionata Auktionsstudio schalten, zu Ihrem Auktionator übermorgen um 18 Uhr, Philipp von Hutten, mit weiteren Informationen rund um Auktionata. Mehr und mehr Menschen vertrauen und nutzen Auktionata, meine Damen und Herren. Die Zahlen belegen dies. Über 100.000 registrierte Benutzer aus über 130 Ländern können wir Ihnen bieten. Wir erreichen damit wirklich potenzielle Kunden aus der ganzen Welt. In über 100 Auktionen erzielen wir für unsere Kunden Höchstpreise, ganz egal, was für Objekte sie besitzen. Ob es eine wertvolle Uhr ist, ein besonderes Juwel, ein edles Möbelstück, was Sie uns auch anbieten, Sie werden Teil des großen Auktionata-Erfolges. Und diesen Erfolg wünsche ich auch der anstehenden Schmuckauktion. Und damit zurück zur Vernissage. Wir haben Ihnen ein ganz besonderes Schmuckstück versprochen und ein Schmuckstück, das einen eigenen Raum verdient, wie wir finden. Deswegen haben wir uns in diesem großen Schloss auch in ein eigenes Zimmer zurückgezogen. Emanuel Knöbel, der Kurator der Auktion, übermorgen Abend um 18 Uhr, ist schon wohl präpariert, um was genau herauszufinden bei Lot 100 mit einem Startpreis von 40.000 Euro. Es geht um diesen Smaragden, ein kolumbianischer Smaragd von 21,16 Karat Gewicht. Eingefasst in Gelbgold 750. Ein Smaragd, der einen wunderschönen Garten hat, einen sogenannten Jardin. Ein Blaugrün in diesem Stein, ein sehr hochwertiger Stein, entstanden ca. 2006 in Österreich. Ein wunderschöner Ring. Ja, aber zu schön, wenn Sie mir das gestatten, um nur in einer Männerhand zu verbleiben. Also sollten wir ihn auch einer Dame anlegen. Was sagen Sie dazu? Sehr gerne. Dann legen wir ihn an. Das Model steht bereit und freut sich sicher auch nicht minder, um einen solchen Schatz einmal aus der Nähe zu sehen. Den wie alles andere können Sie übermorgen Abend um 18 Uhr live auf www.auktionata.de mitverfolgen. Dafür am besten jetzt schon anmelden und sich die weiteren Preziosen dieser ganz besonderen Runde heute nicht entgehen lassen. Herzlichen Dank schon mal für diesen Blick. Wir kommen zu dem, was wir in ebenfalls dieser Runde betrachten wollen. Außergewöhnliche Stücke, wie man schon beim Hereintragen sehen kann. Herr Knöbel, Sie als Kurator, solch eine Auswahl hat man selten. Gehen wir sie mal Schritt für Schritt durch. Lot 122 sehen wir hier mit einem Startpreis von 12.000 Euro. Ein außergewöhnliches Stück. Hier sieht man tatsächlich ein ganz außergewöhnliches Schmuckstück mit Brillanten und Smaragden. Die Smaragde umranden den Brillanten. Wir haben hier 2 Karat Brillant. Das ist enorm. Ebenfalls in Weißgold gefasst. Es ist ganz wichtig, dass ein Diamant, ein Brillant in Weißgold gefasst ist, damit sich die Farbe des Steines nicht täuschen lässt durch das Material. Auch hier eine wunderschöne Goldschmiedearbeit. Eine weitere Goldschmiedearbeit sehen wir mit Lot 17, für das Sie sich ebenfalls auch jetzt schon online bewerben können, indem Sie es anschauen.
anschauen und sich dafür anmelden, übermorgen Abend dann um 18 Uhr live mitbieten zu können bei auktionata.de. Lot 17, Startpreis 4.000 Euro. Ein prominenter Name, der sich mit diesem Stein und Ring verbindet. Das ist richtig. Es handelt sich hier um ein Schmuckstück von Paloma Picasso, die Tochter von Pablo Picasso, ein Amethyst, eingefasst in Gelbgold 750. Auch hier ein außergewöhnliches Schmuckstück, ein sehr großer Amethyst, Entstehungszeit ca. 1985. Hier kann man sich an einem wunderschönen Amethysten erfreuen. Und das können Sie auch in 2 Tagen genau, nämlich übermorgen um 18 Uhr live und online dann bei Auktionata, dem großen Online-Auktionshaus für alles Rare und Kostbare, wie Sie sehen. Schreiten wir weiter, nicht minder groß, aber von einer anderen Herkunft und ein anderer Stein, ist Lot 98, 18.000 Euro Startpreis hier aufgerufen. Durchaus berechtigt. Das ist sogar ein sehr günstiger Preis, wenn man bedenkt, dass man hier 20 Karat an Smaragd hat, und zwar einen kolumbianischen Smaragd. Und kolumbianische Smaragde sind die teuersten, die edelsten Smaragde, die es auf der Welt gibt. Umrandet von ca. 2 Karat Diamant oder Brillant, eingefasst in Weißgold. Also auch hier eine ganz außergewöhnliche Arbeit. Und verbleibend auf diesem Tisch noch Lot 141, für das Sie ebenfalls, auch wenn Sie möchten und übermorgen Abend keine Zeit haben, ein Vorabgebot abgeben können, online unter www.auktionata.de. Lot 141, Startpreis 4.000 Euro. Was sehen wir hier? Zuallererst sieht man einen wunderschönen Aquamarin, und zwar einen Santa Maria Aquamarin. Das sind die teuersten und die edelsten Aquamarine, die es gibt, eingefasst in Weißgold. Umrandet von 4 Brillanten, insgesamt 1 Karat Brillant und 2 Rubine, ca. 0,40 Karat, das Ganze in Weißgold. Entstehungszeit ca. 1960, auch hier ein außergewöhnlicher Schmuckstück. Alles in allem eine Sammlung, die es zu bewahren gilt, Herr Knöbel. Deswegen wandert Schmuckstück um Schmuckstück mit dem Tisch zusammen in den Tresor. Dafür wird der Platz gefüllt von unseren beiden Damen, die uns feinste Preziosen diamantener Herkunft zeigen. Und das macht gleich mit Lot 144 den Anfang. Startpreis hier 3.400 Euro. Für derart große Steine wirklich eine Gelegenheit im Preis. Das ist ein sehr günstiger Preis, wenn man bedenkt, dass man hier einen Platinring erwirbt mit 5 Diamanten im Altschliff, wobei unten die Kalette sehr schön geschliffen ist. Sieht man heutzutage kaum noch. Dieser Ring ist aus Platin gefertigt, ca. 1920. Man konnte erst 1920 mit Platin und Weißgold arbeiten, da es keine Lötgeräte gab, die die nötigen hohen Temperaturen erzielen konnten. Nebst diesen 5 Brillanten im Zentrum gibt es noch rechts und links nochmal kleine Brillante, auch im Altschliff. Ein wunderschönes Schmuckstück. Ja, klein wäre beim nächsten Schmuckstück das falsche Wort. Ich sehe schon groß einen Solitär hier erstrahlen. Er kommt nicht allein, er ist wunderschön gefasst. Lot 102 mit dem Startpreis von 8.000 Euro. Auch hier wieder sehr viele Diamanten, eingefasst in Weißgold. In der Mitte sieht man einen Diamanten im Smaragdschliff. Dieser Stein wiegt ca. 2,26 Karat, das ist enorm. Auch hier wieder rechts und links flankiert von 2 Diamanten im Triangelschliff. Triangelschliff, ein sehr außergewöhnlicher Schliff. Und rechts und links nochmal 2 kleine Diamanten im Rosenschliff. Schön, dass wir es an den Damen haben sehen können. Leider müssen Sie jetzt mit in den Tresor, befürchte ich. In jedem Fall können Sie sich nochmal darauf freuen. Übermorgen zur großen Sonderauktion hier dann bei auktionata.de. Dafür können Sie sich jetzt jederzeit schon anmelden. Und es wird weitergehen hier im Rund mit Emanuel Knöbel, der ja dann auch übermorgen der Kurator dieses Abends sein wird. Live und anwesend zusammen mit unserem Auktionator. Das Wunderbare ist, dass Auktionata generell ein großes Sammelsurium bietet an Schätzen, an Raritäten und Kostbarkeiten. Und was die ganze Welt von Auktionata bedeutet, das sehen Sie hier. Mir persönlich liegen Schmuckuhren immer ganz besonders am Herzen, gerade weil die Dame meistens doch auch das Äquivalent zum Mann braucht. Das heißt, man sollte da nicht untergehen. Chopin hat für mich mit die schönsten Schmuckuhren überhaupt hergestellt. Dieses Exemplar. Beste Diamantqualität, sehr erlesene Ästhetik, wunderbare Uhr, die sicherlich viel Freude beim Tragen bereiten wird. Jeden Tag fragen sich Menschen nach dem Wert ihrer Schätze. Dabei vertrauen immer mehr Auktionata, um bei dem Verkauf ihrer Kunst und Antiquitäten die bestmöglichen Preise zu erzielen. Die globale Reichweite unserer Livestream-Auktionen werden auch Ihre Objekte zahlreiche Bieter aus aller Welt finden, die ihre Einzigartigkeit zu schätzen wissen. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen und wir für Sie Ihre Objekte kostenlos und seriös schätzen dürfen.
Der kniende Elefant von René Sintenis, eine der wenigen deutschen Künstlerinnen, die um diese Zeit schon erfolgreich waren und als Künstlerin agieren konnten. Ihr wohl bekanntestes Werk ist der Goldene Bär, der jedes Jahr aufs Neue verliehen wird. Ihre Vorliebe war die Darstellung von kleinen Jungtieren, vor allem Fohlen sind uns sehr bekannt, aber auch exotische Darstellungen wie der kniende Elefant von 1936, etwas ganz Seltenes. Ja, gerade haben Sie noch ein Füllhorn an Ringen gesehen, die in der großen Sonderauktion dann in 2 Tagen, übermorgen genau um 18 Uhr auf auktionata.de stattfinden und auch versteigert werden. Jetzt mit dem Kurator Emanuel Knöbel an meiner Seite, seines Zeichens Goldschmied, Juweliermeister, Uhrmachermeister, Gutachter, Sachverständiger, ebenfalls Füllhorn in einer Person, wollen wir uns anschauen, was es an Ohrschmuckstücken zu begutachten gilt. Und da haben wir ganz besondere Auswahl getroffen. Mit Lot 120 geht es los. Startpreis liegt hier bei 4.500 Euro. Und wenn mich nicht alles täuscht, ein sehr gutes Angebot für eine derart große Rubinform. Ja, das sind wunderschöne Rubine. Ein Weinrot, gefasst in Weißgold, 18 Karat, 750er Weißgold. Jede Menge an Brillanten, wohl Italien um 2000. Es ist sehr selten, so große Rubine zu finden, so schöne in der Farbe und in der Reinheit. Man hat hier ungefähr 10 Karat an Rubin, das ist enorm viel. Und dazu noch diese wunderschöne Verarbeitung. Ein ganz tolles Design, ein wunderschöner Ohrstecker. Übermorgen in der großen Auktion um 18 Uhr auf auktionata.de. Natürlich wollen wir einen solchen Dreikönigsstein auch mal zur Krönung einer Königin verwenden. Deswegen haben wir das Model zu uns gebeten, die es natürlich auch schon wohlfeil tragen wird. Hier sehen wir es dann in der getragenen Form. Das gehört schon zu Ohrschmuck oder nicht nur in die Hände eines Gutachters. Was sagen Sie? Ein schönes Schmuckstück gehört zu einer schönen Frau, da haben Sie vollkommen recht. Wie gesagt, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Rubin ist sehr anspruchsvoll, aber der Diamant passt wieder zu jedem anderen Schmuck. Wunderschön. Jetzt kommen wir zu einem Schmuckstück aus einer ganz besonderen Zeit. Lot 24 wird aufgemacht mit dem Startpreis 2.800 Euro. Ebenfalls übermorgen Abend in der großen Sonderauktion zum Thema Schmuck von renommierten Marken und Manufakturen. Emanuel Knöbel wird Sie dort auch begleiten, zusammen mit dem Auktionator, und Ihnen die Preziosen näher bringen. Jetzt guckt er sie sich selbst durch die Uhrmacherlupe an. Was erkennen Sie, was sehen Sie? Also ich sehe hier einmal Biedermeier-Schmuck, entstanden wohl 1840 in Deutschland. Hier haben wir noch in Silber gearbeitet. Man hat hier Diamantrosen verwendet. Man hat hier ungefähr 2 Karat an Diamant verarbeitet. Das ist sehr, sehr viel. Mhm. Und dazu hat man in der Mitte noch einen wunderschönen Smaragd mit eingearbeitet. Ein ganz besonderer Verschluss. Man braucht hier keine Ohrlöcher, sondern man kann hier mit einem Schraubverschluss arbeiten. Tolle Arbeit. Wird sich auch das Model freuen, die es jetzt angelegt hat für uns. Auch da nochmal ein leibhaftiger Blick an die Weiblichkeit gelegt. Das gehört dazu bei wunderbarem Ohrschmuck, dass der belebt wird, getragen wird natürlich. Und damit sehen Sie auch die Preziosen, die Sie bei Auktionata ersteigern können. Übermorgen Abend in dieser Sonderauktion zum Thema großartiger Schmuck von großartigen Marken und Manufakturen. Der wird den einen oder anderen wirklich überraschen, was dort alles mit dabei ist. Genauso wie Lot 117 mit einem Startpreis von 2.400 Euro. Im Grunde ja schon ein bezahlbarer Einstiegspreis für eine solche Menge an Steinen. Mit was haben wir es da zu tun? 18 Karat Weißgold, also 750er Weißgold. Mhm. Man hat hier jede Menge an Saphiren mit eingearbeitet, und zwar farbige Saphire. Ebenso natürlich auch mit Diamanten. Das ist eine Arbeit von Valente Milano, auch wohl um 1990 aus Italien. Eine wunderschöne Arbeit. Eine sehr interessante Art, diesen Ohrstecker zu schließen und zu öffnen. Auch hier darf sich jede Dame freuen, dieses Schmuckstück zu tragen. Auch die, die wir jetzt damit sehen können, denn auch da wollen wir natürlich es nicht vermissen lassen, das belebt zu sehen. Auch dieses Schmuckstück ist Teil der großen Auktionata-Auktion übermorgen um 18 Uhr online live von jedem Teil der Welt mitverfolgbar und auch mitzubieten. Das können Sie alle, denken Sie ans Anmelden, jetzt schon unter www.auktionata.de. Dieses Schmuckstück, das müssen Sie mir noch mal näher erzählen. Lot 169 mit einem Startpreis von 2.400 Euro, ein außergewöhnliches Edelkorallenstück. Ja. Hier haben wir eine Edelkoralle, eine sehr große Edelkoralle mit einem sehr schönen Glanz, eine sehr wertvolle Koralle, eingefasst in Weißgold, 750, mit Brillanten ausgefasst. Auch hier ca. 1,30 Karat an Diamant, das ist sehr, sehr viel.
Und wie gesagt, Zentrum und Mittelpunkt ist natürlich diese wunderschöne Koralle. Und so raffiniert umwoben, ja? Ja, die Arbeit ist ganz toll, ganz tolles Design. Wir sehen es auch am Modell, es trägt es mit Vorliebe natürlich auch nochmal mit diesem wunderbar in die Länge gezogenen Glanz der Koralle. Und dazu die wichtige Notiz auch am Rande, dass wir Ihnen bei Auctionata eine ganze Menge an Auktionen bieten. Das wissen Sie, dass wir in dieser Sendung auf ganz besondere Stücke hinweisen wollen und Auktionen, das wissen Sie auch. Wir werden auch gleich weiterschreiten, um für diese Schmuckauktion übermorgen Abend um 18 Uhr Ihnen noch weiteres hier darzubieten. Wichtig natürlich auch, den kennenzulernen, der an diesem Abend da sein wird, zusammen mit Ihnen als Kurator. Und der Auktionator dann dieser Auktion sein wird, das ist Philipp von Hutten. Und er hat einige ganz besondere Hinweise für Sie noch zum Thema Auktionen bei auctionata.de. Bei Auctionata sind Ihre Objekte in professionellen Händen, meine Damen und Herren. Dafür garantieren nicht nur unsere über 300 Experten, sondern auch die regelmäßigen Erfolge, die wir feiern können. Kunden, die immer wieder kommen, seien es Käufer oder auch Verkäufer. Und nicht zuletzt die internationalen Prüfsiegel und sonstige Auszeichnungen, die wir durch den Erfolg unserer Auktionen gewinnen konnten. Wir hatten eine Reihe von Geschmeide in dieser großen Vernissage und Vorschau auf die übermorgen stattfindende große Auktion von Schmuckmarken und Manufakturen aus dieser Welt um 18 Uhr auf auctionata.de. Jetzt wollen wir das Finale beschließen mit einem Sammler- und Liebhaberthema, nämlich Broschen und das Edelste der Herkunft. Hier sogar an unseren Damen, einmal in der klassischen und einmal in der etwas keck moderneren Form getragen. Beginnen wollen wir auch mit Lot 82, das wir hier um die Taille sehen. 8.000 Euro Startpreis und, wenn mich nicht alles täuscht, sehe ich Perlen. Sie sehen hier sehr schöne Perlen, und zwar unten sieht man eine Barockperle, eine sehr große Barockperle. In der Mitte sehen Sie eine Naturperle, nicht zu vertauschen mit einer Zuchtperle. Das ist eine Naturperle. Natürlich so gewachsen. So gewachsen, ohne menschlichen Zutun. Dann sehen Sie noch jede Menge an Brillanten. Man hat hier 4,5 Karat Brillant verarbeitet, und zwar im Altschliff. Der Altschliff ist in der Regel etwas höher und im Durchmesser nicht so hoch, und der moderne Schliff, entwickelt ca. 1900, ist etwas breiter im Durchmesser, dafür nicht so hoch. Auch hier gearbeitet im Weißgold, ca. 1960 entstanden diese Brosche. Wunderschöne Kombination Perlen, Diamanten und eben Weißgold. Lassen wir das Funkeln in den Augen der Dame, die daneben steht, auch gern nochmal zusammen mit der Brosche wirken, denn wir kommen zu Lot 94 und da funkelt die ganze Pracht, klassisch getragen, für 9000 Euro Startpreis. Das ist ein sehr guter Preis, wenn man bedenkt, dass man hier in Platin gearbeitet, Entstehungszeit ca. 1925. Hier ist eine Art Deco-Arbeit, Ajour gearbeitet. Man hat hier ungefähr 11,85 Karat an Diamant verarbeitet, und das ist enorm. Das sieht man aber auch, dieses wunderschöne Funkeln, das kann eben nur ein Diamant, ein Brillant. Ja, so merken Sie auch, welche Schätze man heben kann in den Live-Auktionen direkt online unter auctionata.de. Auch diese Stücke sind dann übermorgen in der Auktion am Tage um 18 Uhr aufgerufen. Mit Emanuel Knöbel übrigens an der Seite als Kurator. Wir haben uns noch was ganz Besonderes aufbewahrt für den Schlusstakt dieser Sendung, nämlich das, was auch Ihnen eine ganz besondere Freude ist. Ein Markenname, ein Vorbild für eine zig Anzahl von Juwelieren und auch der Ihre. Wir drehen uns noch einmal um Fabergé. Vielen Dank an die Damen hier, und es wird umgebaut. Behend kommt tatsächlich unser letztes Stück, und das wird vermutlich auch ein Kleinod für Sie sein. Einem solchen Schmuckstück nahe zu sein, haben Sie selbst gesagt, ist immer was Besonderes, auch für einen ausgemachten Juwelier, wie Sie es sind. Das ist vollkommen richtig. Lot 58 mit einem Startpreis von 4.000 Euro. Also für Fabergé und mein Empfinden eine günstige Gelegenheit. Eine sehr günstige Gelegenheit, wenn man sagt, ich möchte auch Fabergé-Schmuckstücke besitzen. Wie gesagt, Fabergé, ein ganz, ganz, ganz berühmter Goldschmied, die Entstehungszeit ca. 1905. Fabergé ist das Symbol der Goldschmiede, großes Vorbild für uns alle. Eine wunderschöne Arbeit hier mit einem Saphir in Cabochon-Schliff, ca. 2,5 Karat, nochmal ausgefasst mit Diamanten. Sehr schön erhaltene Stempeln, ganz wichtig für Fabergé-Arbeiten. Auch die Rückseite, ich durfte sie ja begutachten. Ja. Wunderschön gearbeitet. Also ein solches Schmuckstück in den Händen zu halten, ist etwas ganz Besonderes. Und wenn Sie jetzt gerade dachten, er hat ja gerade erst angefangen zu sprechen, soll er doch mehr erzählen zu den Schmuckstücken. Es wird passieren, übermorgen zur großen Auctionata-Auktion, Schmuck von bekannten Marken und Manufakturen. Und er als Kurator mit dabei, das ist Emanuel Knöbel gewesen. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Eine weitere Vernissage hier bei
bei N24 neigt sich dem Ende entgegen. Mit dem Verweis natürlich, dass Sie alles nochmal nachschauen können auf www.auktionata.de, sich dort direkt im Anschluss jetzt an diese Sendung auch schon anmelden können, sogar Vorabgebote abgeben können und das alles dann live mitverfolgen, online von jedem Ort dieser Welt. Auktionata, das große Online-Auktionshaus, verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal.